Ja, aber Tilo oder sowas soll dir echt mal in Ruhe lassen, weil das ist nämlich mega unnötig. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Minecraft Adventures. Guten Tag. Ja, ich Guten bin immer Tag. wieder dabei. Ich gehe ins Kreuz. So ist das Du eben. bist immer dabei. Es wird keine Folge geben, wo du nicht dabei bist. Du musst es So. jetzt dein Leben lang ertragen. Okay, wir waren eben im Haus stehen geblieben, zumindest für meinen Teil. Ich bin gerade überlegen, was muss ich hier machen? Ach genau, ich muss meinen Ofen holen. Bauen. Wir machen eine Leiter. Und eine Leiter muss ich. Du musst deinen Ofen holen. Wie geil ist das denn? Ja, mein Ofen, der steht unten. Meiner tut gerade Glas schon produzieren, denn ich baue ja Jetzt ein. hast du Sand? Natürlich. Ist Sand im Meer? Ja, hier ist überall Sand. Achso, ich komme gleich mal bei dir vorbei, mal ein bisschen Sand holen. Ja, aber bitte nicht zu nah bei meinem Haus, sonst habe ich da irgendwie so ein Loch vor meinem Haus am besten, ne? Mache ich doch immer. Nein! Ich mache immer Löcher vor Häusern. Das ist so mein Hobby. Du, hast du das mitbekommen von Bushido, dieser Waititi-Diss? Nee, weil das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß, dass der Nein! irgendwie. Nee, das mit K1 und sowas. Hatte er mal wieder in irgendeinem Lied über Waititi? Also, ich weiß jetzt mal, wie ging's Nein, los? er Ich hat halt ein Lied dafür. gemacht, das Lied heißt Ah Fotzne. ja, das kenne ich. Genau, Aber und das habe ich mir nicht da angehört. Ich habe das drin nämlich. kommt halt wirklich nur ein einziger Satz vor, nämlich irgendwie, ich erhänge Waititis, ihr Hippies. Oder Lu. irgendwie so. Und jetzt sind natürlich dann alle so voll am Ausrasten. Oh mein Gott, was bildet Ja, der sich ein? Bushido muss auch einfach meinen momentan irgendwie, keine Ahnung, einen auf hier. Ich bin der Ghetto-Boss Nummer 1. Ich tick hier das, keine Ahnung, was. Gut, man muss sagen, er hat schon gewisse Leistung erreicht. Das muss man ihm Ja, er halt schon kann lassen, rappen, ne? das ist, so ist es nicht, aber dann soll er wenigstens über ordentliche Sachen rappen. Wenn er sich zum Beispiel mit seinem K1-Scheiß auseinandersetzt, ist mir das relativ egal. Er kann das so von mir aus machen. Aber er soll wenigstens Leute, die zu mir jetzt nichts damit zu tun haben, wie zum Beispiel, ja, Waititi oder sowas, soll der echt mal in Ruhe lassen, weil das ist nämlich mega unnötig. Also, wenn du meine Meinung hören willst, die ist sehr speziell. Ich glaube halt, dass das alles ein bisschen nochmal ein Push war. Also weißt du, wenn man Ja, mich, klar. Wenn wenn sich man Leute schwer halt, darüber aufregen, dann, ne? genau, hat halt eben die größten YouTuber Deutschlands halt einfach beleidigt. Dadurch haben es einen Haufen Leute mitgekriegt, weil es Ja, gibt ja viele klar. bei Titi-Fans. Und das zieht ja wieder Leute auf Bushido zurück halt Ja, das einfach. ist ja Also. normal. Also das ist ja im Prinzip alles nur Promo, was sie machen. Ja, genau. Also ich Also, finde, es ist halt meine Meinung, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. ja, Am also Ende hat ich der würde es wirklich auch ein so Problem. sagen, also zumindest so deuten, ob das wirklich so ist, kann man nie genau sagen, je Nee, nachdem. also vielleicht hat er ja sogar wirklich ein Problem mit Waititi, das weiß ich ja nicht. Ja, also es liegt, fliegt, ja, fliegt stark auf der Hand, dass es eben so ist, dass es, sagen wir, ein bisschen abgekaspert ist, aus dem Grund eben. Ja. So, ich mache jetzt mal gerade meinen Boden aus dem anderen Holz, das wollte ich ja schon die ganze Zeit machen. Dann mache ich den direkt aus Stein. Ja, ich habe nicht so viel Stein da, aber ich kann ihn mal probieren. Weil Stein sieht nämlich auch ganz cool aus. Ah ja. Ich muss sagen, also Stein kommt in meinen Häusern immer zu kurz. Ja, ich mache das eigentlich, weil das ist einfach total mühsam, das die ganze Zeit zu hacken und sowas, aber irgendwie finde ich das cool, so als Boden und sowas, das Sagen sieht wir mal irgendwie ganz so, wenn du cool aus. später, muss man ja eh in der Mine ordentlich mal rumhacken und da kommst du eigentlich schon an genügend Stein. Naja, ich habe jetzt gerade, ja, ich habe mir so schon so eine eigene Mine gebuddelt da. Ach, ich glaube, ich mache jetzt erstmal so nur so ein. Oh ne, jetzt fängt es an zu regnen, darf nicht wahr sein. Oh, es pisst, es pisst, es pisst. Das bist. Na klasse. Ich muss Und ich pissen. habe kein Dach. Ja, ich habe auch noch kein Dach. Mir regnet es auch total rein. Ist ja wurscht. Fängt sogar an zu blitzen. Mal gucken, dass wir vom Blitz getroffen werden vielleicht. Wäre cool. Vom Das Blitz wäre natürlich. getroffen. Busch. Da will ich echt voll lachen. Nicht nur du, glaub mir. Nicht nur du. Ich war Ja, vor, wie ich hoch bin ist ja die so. Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz getroffen wirst? Nicht hoch. Ich glaube 1 zu 5 Millionen oder so. Also die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden ist in Minecraft verdammt gering. Aber. Du machst es natürlich so und täuscht das ein bisschen vor und dann machst du es halt wie wenn du Essentials, das Plugin auf deinem Server hast, dann so viel Slash Lightning und dann trifft dich der Blitz sofort und du bist tot. So kann man es auch sagen. Geil. Na gut. Oh nein, es brennt nicht. Nein, es brennt nicht, du blödes Blatt. Geh brennen, los. Ja, weil Geh es nicht. brennen! Ja, weil es nicht regnet, dann brennt das eben nicht. Das ist richtig mies. Ich brauche das hier nicht so andere Holz. Ah, da vorne ist auch noch ein Zombie, der brennt natürlich auch nicht, weil es regnet. Warum sollte er auch brennen, ne? Hat ja nichts Besseres zu Nee. tun, ne? Ich stirb. Nervt mich. Hat der gerade eine Karotte gedroppt oder so? Ja, geil, ich habe eine Karotte. Ich kann Karottenfeld anbauen. Da haben wir endlich wieder genügend zu essen. Oh,
Mit einer Karotte kannst du ein ganzes Karottenfeld anbauen. Ja klar, du machst eine Karotte, dann wird die zum, dann kommt daraus eine zweite Karotte und aus der zweiten Karotte muss eine dritte Karotte und immer so weiter. Und dann hast du ein Karottenfeld. Okay. Das ist der Kreislauf der Karotten. Ja. Aber aus Karotten kann man nicht unbedingt viel machen, oder? Die kann man essen. Ja, wow. Ich meine jetzt irgendwie was backen, einen Karottenkuchen backen. Ja, nee, Karottenkuchen gibt's da. Das Karottenkuchen gibt's gar nicht. Ich meine, nee. Es gibt nee, Kürbis. Es gibt ja nur normalen Kuchen, aber der ist ja brutal, brutal herzustellen. Ah ja. Da gehen doch voll viele Eimer drauf. Eier und Weizen, glaube ich. Also Weizen unten, ja. Aber die Eimer sind doch dann weg, oder? Nee, nur die Milch drin. Also gehst an Kühe und dann kannst du unten ans Bitter. Ah, okay. Dachte mal, dass dann die Eimer auch drauf gehen, weil sie eigentlich... Ja, nee, die Eimer sind ja ein bisschen hart, sind ja drei Eisen. Ja eben, das wär richtig hart gewesen. Aber Kuchen ist ja genial, weil da kannst du dich ja mehrmals dran satt füttern, oder? Ja. Das hab ich schon mal gesehen bei so einem Video, dass die so da rumstehen, dann kann jeder mal zu lange hier. Richtig. Wie bei The Sims. Genau. Na, no, jetzt geht mir das. Ich brauch mehr Glas anscheinend. Aber das ist. Ich stehe jetzt einfach mal hier rüber. Mach ich das jetzt mal so. Sieht nicht gerade so akkurat aus hier. Ein bisschen noch nicht so gut, aber sieht gleich gut aus. Ich baue das ganz, ganz viele Stockwerke hoch, aber dafür ein wenig Platz in jedem Raum. So. Also so ein Raum pro Stockwerk, glaube ich, mache ich dafür. Eins, zwei, das muss hier hin. So, die Außen am Rande machen wir so hier hin. So. Jetzt habe ich so wieder nur eine Essenskeule, ich habe Karotte, esse ich nicht. Ich brauche, da habe ich zwei Äpfel, die esse ich jetzt mal. Aber das mit dem Essen ist wirklich ein, sagen wir, mehr oder weniger großes Problem hier bei uns. Ja, Wahnsinn, ey. Wir stellen uns ganz schön an, habe ich das Gefühl. Also normalerweise habe ich mit Essen eigentlich nie Probleme bei Minecraft gehabt. Ich bin total verwirrt, warum es so krass ist. Ja, keine Ahnung, weil einfach auf der Map, es gibt ja verschiedene Maps, da sehe ich tausende von Kühen einfach. Ja, stimmt. Und bei manchen ist dann eben ganz random einfach nichts, deswegen. Und vor allem irgendwie nur Hühner bei uns, ne? Ich habe jetzt gerade mal ein Schwein gekillt bisher. Wenn du überhaupt mal ein Schwein findest. Ah, scheiße. Ah, bin gerade runtergefallen. Scheiße, scheiße, scheiße. Du bist ja, tot? Ja, ich bin an meinem Haus runtergefallen, da bin ich runtergefallen, war tot. Das musst du irgendwie verhindern. Bau lieber Wasser unten hin. Ich glaube, da machst du echt einen Graben drum. Klingt eigentlich. Ja, weil cool. Ich glaube, das Gefühl, du fällst noch öfter runter. Ja, zumindest beim Baum, weil ich jetzt gerade die nächste Etage baue, deswegen. Damit ich wenigstens schon mal so eine Art Flachdach da drauf habe. Hab auch jetzt schon eine Eingangstür. Natürlich muss ich das so machen, dass es aussieht wie bei mir so wie so ein Würfel. Und der Baum darunter ist eigentlich mittlerweile eine Nebensache, deswegen. Aber von innen eigentlich schon ganz, naja. Okay. Nein, ah nee, meine Items liegen ja alle noch unten, ich vergaß. Bin hier runtergefallen. Kurz das Gedächtnis. Na ja, unten liegt alles gut. Jetzt bin ich meine Level gerade mal wieder wunderbar gut losgeworden. Schön. Bevor das erste Mal was enchanten wird, glaube ich, bis mal 100 Folgen dauern oder so. Also ich muss sagen, ich habe halt mein Haus fertig, gell? Also, fertig in Anführungszeichen. Ich bin halt schon mal vier Wände und ein Dach. Vier Wände und ein Dach ist natürlich immer sehr praktisch. Das ist das Beste für ein Haus, würde ich mal sagen. Ja klar, also meine eigenen vier Wände eben. Ja, ja. Schauen wir mal ganz kurz. 20, kann ich das hier noch zubauen? Lass mich ran, wenn ich zugebaut habe, hört es auf zu reden. Wetten? Ne, es hört nicht so schnell auf. Das wird auf jeden Fall erstmal Nacht. Das heißt, ich muss unten an meinem Haus leider die Fackeln holen gehen. Ich mache das jetzt einfach erstmal zu. Und springen also jetzt Zombie sicher ist mein Haus schon mal, bloß halt ja, meinst nicht, auch. Nicht Creeper geschützt. Okay, überlebt. Wunderbar. Jetzt muss ich ganz schnell die Fackeln, bevor ich gleich in den Mob spawn, weil dann bin ich mich ziemlich am Tirren. Ach ja. Go. So, bei dem Übergangshaus räume ich jetzt mal hier ganz kurz leer. Nehme mal ganz kurz den Ofen alles mit. Und mich selbst auch drauf, macht Spaß. Jo. Das ganze unnötige Zeug hier nehmen wir jetzt einfach also mit. Aus Holz und so, Boden. Und eins fehlt noch. Sollte ich da bleiben können. Jetzt habe ich hier noch ein riesen Fenster und sonst. Die Eingangstür nehme ich auch mal mit. Dann habe ich noch eine Axt. Ja, ich habe nur eine Holzaxt dabei, dann kann ich die ein bisschen mit abbauen. So, dann baue ich die Axt jetzt mal dann. Die Axt baue ich mal damit ab, auf jeden Fall. Nehme ich mal das andere, aber okay. Nein, ich habe schon wieder so einen scheiß Block falsch gesetzt. Ich mag das nicht. So, dann nehme ich auch noch einen, die nehmen wir auch noch mit. Und das Ding können wir später abbauen. Mach ich später mit TNT kaputt. TNT. Dann ist ein Creeper. Geh weg, Creeper. Nervt dich. Dann ist ein Zombie.
Geh weg zum Nerv nicht. Vom Nerv meine Leute mal alle. Schnell mein Haus. Und tschüss. Also ich kann jetzt mein... kein Bett bauen, weil ich eine braune Wolle nur hab, leider. Ja, mit brauner Wolle kannst du es auch machen. Doch, geht. Ja, ich hab ein Bett. So, jetzt habe ich schon meinen ersten Raum, habe ich schon fertig. Sehr schön. Also ich könnte jetzt schlafen. Ich noch nicht, ich habe noch keine Schafe gefunden. Ich habe zum Glück vorhin welche gefunden, ne? Da war ich ziemlich froh drüber. Du gehst ja einfach direkt immer alles so aus der Hand raus und weg und tschüss. Naja, okay. Jetzt trotzdem ein bisschen Fleisch braten. Ich glaube, ich brauche nach oben irgendwie so zwei Zimmer und dann so eine Eingangstür irgendwie. Ja, ganz cool. Das regnet keine Türe. Nee, also ich habe eine Falltüre als Eingangstür, weil ich ein Baumhaus habe. Naja, stimmt. Macht eigentlich Sinn. Eine normale Tür kann man ja da eher schlecht haben und könnte man zwar schon, aber dann sieht das nicht mehr so gut aus, finde ich. So, dann ist mir ganz braucht dann noch mehr Holz dann auch noch. So. Mehr. Okay, dann würde ich sagen. Die ganze Zeit, wie hier alles so gut aufblinkt, da sind dann Endermans, die Angst vor Wasser haben, ist natürlich auch geil. Okay. Wenn die das abkriegen, kriegen die ja Schaden, deswegen. Okay. Das ist, ja, wenn es regnet, dann sind Endermans eigentlich im Regelfall mal. Was ist das für ein Vieh? Das ist ein Villager oder was? Mit einem. Wow, der wirft Tränke auf mich. Wow, ich nehme sie weg hier. Das ist eine Hexe. Wow, oh, Hilfe, Hilfe. Die Hexe solltest du vielleicht töten. Was, warum? Ja, weil das cool ist, wenn du eine Hexe tötest. Das ist cool? Ja, das ist cool, wenn du eine Hexe tötest. Ich hab keinen Bock drauf. Da bin ich lieber uncool. Nein, ja, sei uncool und geh wieder. Ich baue mir jetzt erstmal eine Truhe, wo ich meine Sachen reintue. Alter, ich bin bald tot. Ja, du bist tot. Ich bin tot. Hä, wieso denn das? Was war denn das? Eine zum Teufel nochmal. Ich hab eine Spinne von irgendwo genommen. Ja, aber die war irgendwie sau schnell, die Spinne oder so. Ich bin eigentlich weggelaufen, aber irgendwie hat mich die immer wieder erwischt. Und ich kann mein Zeug nicht aufheben. Was ist da los? Was ist da los? Hä, hey, wieso kann ich mein Zeug nicht aufheben? Was ist denn so? Boah, hat's lang gedauert. Ich stehe da ewig rum, warte drauf, dass mein Zeug wieder herkommt. Ja, disconnecte mal ganz kurz. Ich geh's dann besser. Okay. Wenn du rausgehst oder wieder rein. Schon so, hä? So fix, ich steh schon ewig lang drauf. Wir haben auch schon wieder 13 Minuten aufgenommen, ne? Ja. Ich hab viel geschafft, mein Haus sieht schon echt noch was aus. Ja, meins auch ein bisschen, also zumindest von innen. Von innen sieht es eigentlich schon ganz cool aus. So. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Okay, wie wär's, wenn wir jetzt, also du gehst noch nach Hause, ich baue noch ganz kurz ein bisschen was fertig und danach machen wir Feierabend für heute. Feierabend, ich baue, genau, die Fackel, die kann ich noch umwandeln zu Kürbislaternen, das ist cool. Wieso kann ich nicht schnell rennen, ich bin doch gesättigt. Dann so Doppelklick B, ne? Ja, will ich doch, irgendwie. Ja. Will ich doch. So, eins, drei Stück Dreck, das ist ja wunderbar. Mach ich einen hier hin, andere mach ich mir noch auf. So. Also ich bin jetzt in meinem Haus, von mir aus. Von mir aus würde ich auch mal sagen, und ich brauche noch ganz kurz das Fleisch hier zu ändern. Dass mich auch noch ganz kurz einen Sinn gehabt, damit ich noch ganz kurz was essen kann. So, na gut. Drei, schon zwei, eins, das Essen ist fertig. So. Jetzt kann ich nur was mit Holz, das interessiert mich weiter. Essen. Mhm. Okay, für mich wäre dann auch die Aufnahme fertig. Juhu! Also würde ich dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt Daumen hoch. Immer doch. Wenn nicht, dann halt nicht. Und denkt schon an die Kommentare für Anregungen, Fragen oder Ideen. Ja. Genau. Und tschüss. Ciao.